Herzlich willkommen zurück zum Trading-Tipp am Dienstag. Wir haben uns heute mal die 1&1-Aktie rausgesucht, denn am Montag hatte die Privatbank Berenberg eine neue Studie dazu veröffentlicht. Man beruft sich darauf mit der Begründung, dass man für 2024 bei 1&1 ein positives Jahr voraussieht. Man hat also auch ganz gute Vorgaben gemacht und deswegen hatte man auch die Kaufempfehlung belassen und jetzt das Kursziel von 30 auf 32 Euro angehoben. Wir sind aktuell bei 19,14 Euro, heißt also ganz knapp unter der 20-Euro-Marke. Und was jetzt bei der 1&1-Aktie auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, wir werden jetzt nämlich in den Tech-DAX aufgenommen. Telefonica wird rausgeschmissen, 1&1 wird aufgenommen. Bedeutet also, dass die Index-nachkaufenden Fonds 1&1 natürlich auch ordentlich mit in ihr Portfolio aufnehmen müssen. Das heißt also, es wird eine ganze Menge neues Volumen in die Aktie reinfließen müssen. Schauen wir mal auf den Chart, den wir haben. Wie gesagt, wir stehen bei 19,40, knapp unter der 20-Euro-Marke und dann kommt jetzt auch ganz, ganz lange Zeit eigentlich nichts. Wir haben einmal die 20-Euro-Marke und dann bei 20,36 Euro jetzt ungefähr unser nächster kleiner Widerstand. Heißt also, mal schauen, wie viel Volumen da jetzt wirklich reinfließt. Also ich denke mal, dass wir über die 20 eigentlich sehr, sehr schnell rüberkommen. Jetzt auch nochmal mit dem neuen Kursziel und der Kaufbestätigung sollte also eigentlich eine ganze Menge Potenzial mit dabei sein. Dann schauen wir einmal auf den Chart, natürlich auf den Schein, natürlich von unserem Partner Morgan Stanley, wie immer ein Faktor-Long-Zertifikat mit der Kennnummer MA4YAT, kostet 2,72 Euro. Den Stopp legen wir bei 2,35 und wie immer mit einem schönen Faktor von 3. Im Trading-Tipp gestern hatten wir die SAP-Aktie. Kleine Erinnerung, morgen sind ja da die Quartalszahlen, heißt also aktuell noch ein bisschen ruhiger. An der Aktie hat sich jetzt nicht allzu viel getan, wir sind ein bisschen rückläufig, aber wir gehen davon aus, dass das Ergebnis eigentlich soweit gut ausfallen müsste. Heißt also, da sollten Sie erstmal soweit drin bleiben. Schauen wir einmal ganz kurz auf den Schein, 16,56 war die Empfehlung, wir sind jetzt bei 16,36, wie gesagt leicht rückläufig, okay, die Quartalszahlen stehen natürlich an, aber da hoffen wir einfach drauf, dass die gut ausfallen und mal sehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut.